Nach innen Stärke demonstrieren, das ist Alexander Lukaschenkos oberstes Ziel. Der autoritäre belarussische Staatschef hat seine Truppen an die Grenze im Westen geschickt. Zur Verteidigung gegen die NATO und das Rattern ihrer Panzerketten, so Lukaschenko wörtlich. Der Westen plane einen Angriff auf sein Land. Unser Militär berichtet, dass die NATO ihre Streitkräfte für Übungen direkt an unserer Grenze stationiert hat. Was soll ich tun? Ich habe natürlich meine eigenen Einheiten an die Grenze entsandt. Ich habe die halbe Armee in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Die NATO wies die Vorwürfe zurück. Litauen kündigte derweil Konsequenzen an, sollte Minsk seine Drohung wahrmachen und den wahren Strom vom litauischen Ostseehafen auf alternative Routen über Russland oder die Ukraine umleiten. Es ist allerdings noch zu früh, über Wirtschaftssanktionen gegen Belarus nachzudenken. Nicht das Volk sollte bestraft werden. Die Maßnahmen sollten sich gegen jene Politiker und Akteure richten, die Menschenrechte und demokratische Grundsätze untergraben. Während Lukaschenko mit den Muskeln spielt, gehen die Proteste gegen ihn weiter. Auf dem Minsker Unabhängigkeitsplatz bildeten am Freitag hunderte Frauen eine Menschenkette als Zeichen der Solidarität mit den politischen Gefangenen. Fast zeitgleich wurden erneut Dutzende Oppositionelle und Journalisten festgenommen.